Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Wir stehen hier immer noch in Golden Hills bei Jasper. Bei dem wollen wir jetzt mal die Rennstrecke ausprobieren. Ich habe das damals für Justin gebaut, in der Zeit, als ich dachte, dass ich mal ein richtiger Opa werde. Naja, vielleicht können du und deine Freunde jetzt davon profitieren. Justin ist ja wie vom Erdboden verschluckt. Ich frage mich, wo er hin ist. Teste die alte Reitbahn und finde heraus, ob sie jetzt mit den reparierten Hindernissen wieder benutzbar ist. Yay! Oh, Rennbahn! Gucken wir nochmal, wie es läuft. Uiuiui. Wo müssen wir denn jetzt her? Hier. Daher. Oh Gott. Jetzt hier hinten drüber. Hopp. Daher. Ups, das war zu früh. Ach Gott, da hätten wir gerade ausgemusst. Stimmt, da haben wir ja auch eben noch ein Hindernis repariert. Beziehungsweise in der gestrigen Folge. Mensch, was ein Parcours, aber ich finde die Strecke echt cool. Ach, hier ist doch Staub. Ha, gut zu wissen. Ich mag die Strecke. Das ist jetzt definitiv mit einer meiner neuen Lieblingsstrecken. Ei, okay. Das war jetzt übel. Wenn man die Kurve nicht kennt. Eieiei, okay. Jetzt kennen wir sie. Okay, es war jetzt nicht super gut, aber mein Gott, es war das erste Kennenlernen, das erste Beschnuppern der Strecke. Und also mir hat sie sehr gut gefallen. Doch, doch, doch. Freue ich mich schon drauf, jetzt jeden Tag reiten zu können. Das sah mutig aus, muss ich sagen. Du bist wirklich eine fleißige Reiterin. Sehr fleißig. Vielleicht war diese Strecke ein bisschen zu einfach und kurz für dich, aber ich glaube, sie hat Potenzial. Ja. Die ist, also ich fand die super. Also zu einfach würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Gerade auch hier diese, die Hindernisse, die sind ja verdammt hoch. Also, boah. Da hat Jasper ganz schön was hier in den Weg gestellt. Hier sammeln wir jetzt den Geisterstau. Okay. Hier. Wie viel brauchten wir dafür zum Düngen? Oh Gott, stand da irgendwas in der Quest drin? 4 Hände voll. Ja, 4 Hände voll haben wir. Oh, wir haben die Berge der goldenen Schatten. Berge der goldenen Schatten? Jetzt echt? So heißt das jetzt? Muss ich gerade nochmal gucken. Dann war es ja perfekt, dass wir hier den, unseren guten hier Gold Shadow genannt haben, oder? Tatsache. Ja, optimal hier. Obwohl ich jetzt trotz allem nicht glaube, dass wir hier die ganze Zeit mit ihm unterwegs drin, unterwegs sein werden. Gucken wir mal, vielleicht kommt ja zwischenzeitlich vom Dinotal nochmal ein neues Set, obwohl so viel fehlt ja gar nicht mehr bis zum Dinotal. Ja, doch, ich glaube, dann bleiben wir auch doch auf Gold Shadow. Ach, stopp, 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 wir müssen ja erstmal hier den, wir müssen ja die, die Kürbisse damit bestreuseln. Verteile magischen Staub. Ich bin ja mal gespannt, ob wir hier auch noch irgendwie mit Geistern in Berührung kommen. Aber pssst, nicht spoilern. Nein, nein, nein. Das will ich noch nicht wissen. Ich bin, nur, ich bin gespannt, aber ich will nicht gespoilert werden. Aber ein paar haben schon gesagt, Golden Hills ist sehr cool. Aber manche finden sie auch ein bisschen creepy, ein bisschen horrormäßig drin. Aber das werden wir dann selber noch sehen. Sehr gut. Dass wir den gewünschten Effekt haben. Wir müssen allerdings noch recht lange auf den Effekt warten. Die Kürbisse brauchen sehr lange, um reif zu werden. Okay. Hm, was sehe ich denn da? Während du die Reitbahn getestet hast, habe ich mir mein Kürbisfeld mal etwas genauer angeguckt. Ich habe festgestellt, dass einige meiner Kürbisse alt und schlecht geworden sind. Kannst du mir helfen, sie auszusortieren? Ich kann ein halbes Dutzend von ihnen sehen, die nicht da sein sollten. Und dann sollten wir auch mal zusehen, ob wir meinen alten, rostigen Pferdetransporter nicht wieder zum Laufen bringen können.
Pferdetransporter, das ist eine sehr gute Idee. Okay, aussortieren. Ah ja, die sehen echt nicht mehr so. Es ist so, wenn das Gemüse langsam oder das Obst langsam vom Schimmel zerfressen wird. Boah. Okay, ein halbes Dutzend. Das haben wir jetzt zusammen. Dann reiten wir zurück zu Jasper. Hüpf. Guter Junge. Oh. Danke. Manchmal wird ein Teil der Kürbisse schlecht und dann ist es das Beste, diese auszusortieren, damit sie den guten Kürbissen nicht Platz und Nährstoffe rauben. Das macht Sinn. Die Traktorkontrolle, das können wir erst morgen machen. Oh, wo ist der Wolf? Hier passieren Sachen, Dina. Ich habe gehört, dass ein Rudel Wölfe nördlich der Lichtung wütet. Normalerweise sind Wölfe nicht für Menschen gefährlich. Wenn sie jedoch im Rudel auftauchen, können sie Menschen schon mal erschrecken und verjagen, da sie nicht wollen, dass jemand in ihr Revier eindringt. Kannst du den Hügel nördlich von uns hochreiten? Man muss nur dem Weg zum nördlichen Eisentor folgen. Halte nach den Wölfen Ausschau und berichte mir später. Okay. Nördliches Eisentor? So nach da oben? Naja, wir sollen ja den Hügel nördlich hiervon raufreiten. Also nehme ich doch mal stark an, dass es das hier sein wird. Dann, ja. Folgen wir einfach mal dem Weg hier in die Berge der goldenen Schatten. Oh ja. Oh ja, hier sind auf jeden Fall Wölfe. Boah. Das Wolfsrudel jagt dich und dein Pferd aus ihrem Territorium. Eieieiei. Das heißt, wir haben jetzt die Anforderungen erfüllt. Okay. Ja, also, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt hintrauen, so alleine, ohne irgendwie Hilfe. Da muss man tatsächlich was machen. Da kann ja keiner mehr hin, so. Das ist schlecht. Schauen wir mal. Berichten wir jetzt erstmal Jasper davon. Du hast dein Rudel gefunden? Das ist ganz und gar nicht gut. Nein. Das können wir erst morgen weitermachen. So werden wir vorgehen. Wir fangen damit an, andere Reiter zu warnen, damit sie nicht so große Angst bekommen, wenn sie auf das Rudel treffen. Soweit ich weiß, gibt es nur ein paar einzelne Warnschilder. Das müssen wir ändern. Nimm diese vier Schilder, die ich gemacht habe, und stelle sie an den Orten auf, die ich auf deiner Karte markiert habe. Die Schilder sehen ziemlich gut aus, muss ich sagen. Komm zu mir zurück, wenn du fertig bist. Okay. Dann wollen wir die mal verteilen. Okay. Müssen wir wieder hier Richtung dem Rudel rauf. Erstmal den Berg hinauf. Hier lang. Okay, hier soll eins hin. Ja, da steht auch schon so ein Warnschild. Das ist natürlich schon. Ja, also ein einzelner... Oh, stopp. Ein einzelner Wolf, okay, der wird wahrscheinlich dann tatsächlich selber mehr Angst vor den Reitern haben, als die Reiter vor ihm. Aber wenn das wirklich mehrere sind, dann wird es schwierig. Dann tun sie sich zusammen. Das ist, wir haben jetzt hier in der Region, wo ich wohne, haben wir jetzt tatsächlich auch wieder wildlebende Wölfe, die hier immer häufiger gesichtet werden. Luchse sind wohl auch wieder zurückgekommen. Naja, ich bin mal gespannt. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt so arg Angst davor. Ich finde es auch gut, dass sie sich hier wieder ansiedeln. Aber das kann natürlich schon gruselig sein. Stellt euch mal vor, ihr wollt nachts schlafen und es ist Vollmond, dann hört ihr so ein Wolfsgeheul. Ja, das sorgt schon für Stimmung. Dann haben wir jetzt alles in unserer Macht Stehende getan, um Reiter und Reisende zu warnen. Hund oder Wolf, ist das nicht egal?
Die Wölfe würden sicherlich damit aufhören, die Menschen zu bedrohen, wenn wir sie auf irgendeine Art und Weise aufheitern könnten. Aha, du sagst, dass Lynn von der Reiterarena Hundekuchen hat, weil sie sich um den Hund Techno kümmert? Warum nicht? Vielleicht heitern Hundekuchen auch Wölfe auf. Wenn du es zu ihr schaffst, kann sie uns vielleicht ein paar Hundekuchen für uns. Hat sie vielleicht ein paar Hundekuchen für uns über? Ah, gut, dann reiten wir mal zur Reiterarena. Ups. Ja. Ich sollte vielleicht nicht zu sehr vom Weg abweichen. Da ist schon wieder ein Zaun. Ach, ich hab's aber auch heute. Gut, also zurück zur Reiterarena. Pam, 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 pam. Wer hier von der Reiterarena? Lynn. Lynn in der Reiterarena. Okay, dann schauen wir da mal vorbei. Ist sie rechts? Ich glaube, sie ist rechts in der Halle. Genau, hier. Das ist die, die uns die Rennen auch gibt. Hallo, Dina. Hast du schon den Rekord auf der Sprungbahn gebrochen? Vielleicht ist es Zeit für einen neuen Versuch. Du fragst dich, ob ich Hundekuchen habe? Ja, das ist nämlich gerade definitiv erstmal wichtiger. Ich habe massenhaft Hundekuchen. Die Leute geben Techno so viel Hundekuchen, dass ich sie alle einsammeln muss, damit der arme kleine damit der Arme keine Bauchschmerzen bekommt. Hier hast du einen ganzen Sack. Das sollte reichen, wer auch immer so einen Wolfshunger hat. Gib einem Wolf die Hundekuchen, der nicht ganz so aggressiv scheint, und warte ab, wie er reagiert. Ich glaube, es wird klappen. Falls nicht, sollten wir hoffen, dass Gold Shadow die Beine in die Hand nehmen kann. Ach, das kann er mal. Keine Sorge, der Gute ist ja schon Level 15. Gut, also erstmal danke für die Hundekuchen. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir damit die Wölfe ein klein wenig besänftigen können. Beziehungsweise eigentlich könnten wir das dann ja auch in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Denn ich sehe gerade, wir sind zeitlich hier schon wieder am Ende angekommen. Und dann gucken wir mal, ob die, im wahrsten Sinne des Wortes, ob die Wölfe unsere Hundekuchen schlucken werden. Also, bis morgen. Tschüss.